Tag, mein Name ist Alexander Bredeweg, ich bin Rechtsanwalt. Im heutigen Videoblog geht es um Strafrecht und zwar insbesondere um die Frage, nach welchem Recht eigentlich jugendliche Straftäter, heranwachsende Straftäter bzw. junge Erwachsene zu bestrafen sind. Wir hatten gerade diese Diskussion im Zusammenhang mit dem Tutsche-Urteil, wo ich beim Frühstücksfernsehen Sat.1 war und insbesondere die Frage diskutiert wurde, ob der Täter, der ja gerade 18 war, hier nach Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden muss. Es war aus meiner Sicht eindeutig Jugendstrafrecht, sah sogar die Staatsanwaltschaft so, geschah dann auch so. Aber jetzt in diesem Zusammenhang einmal grundsätzlich die Frage, wann wird wer nach welchem Recht bestraft. Kinder Straftaten begehen, dann gilt grundsätzlich Folgendes, die sind bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, also bis zu ihrem 14. Geburtstag, meint man damit, sind die strafunmündig. Das heißt, die können schlichtweg nach dem Strafrecht, auch nicht nach dem Jugendstrafrecht, nicht verurteilt werden. Man könnte auch sagen, die können quasi machen, was sie wollen. Wenn Jugendliche im Alter zwischen 14 bis 17, also vom 14. Geburtstag bis zum 17. Geburtstag, strafbare Handlungen begehen, dann werden die nach Jugendstrafrecht bestraft. Man kann ganz allgemein sagen, der Unterschied ist zum einen natürlich der Strafrahmen, der ist beim Jugendstrafrecht auf eine maximale Jugendstrafe von 10 Jahren beschränkt. Also länger kann ein Jugendlicher, oder ein Heranwachsender, kommen wir gleich dazu, der nach Jugendstrafrecht verurteilt wird, nicht in den Knast gehen. Der Hauptunterschied ist aber auch im Jugendstrafrecht ein ganz anderer Grundgedanke bei der Bestrafung. Hier steht sehr wenig nur die Frage der Sühne der Straftat im Vordergrund. Vor allen Dingen steht im Vordergrund die Frage der quasi Resozialisierung. Also wie schaffe ich es als Staat, als Staatsmacht sozusagen, dieses Schäfchen vor einer lebenslangen Karriere im Knast zu bewahren? Was muss ich tun? Welche Maßnahmen sind sinnvoll, um denjenigen sozusagen auf den rechten Pfad zurückzuführen oder auf dem rechten Pfad zu halten? Das muss ein Jugendrichter, der nach Jugendstrafrecht Jugendliche verurteilt, immer als oberste Prämisse seiner Verurteilung berücksichtigen. Das steht vorne an. Im Erwachsenenstrafrecht ist das nicht mehr die oberste Priorität. Da spielen solche Gedanken sicher auch immer noch eine Rolle, aber im Jugendstrafrecht steht das sozusagen weit über allem. Deswegen haben wir auch im Jugendstrafrecht andere Sanktionsmöglichkeiten als im Erwachsenenstrafrecht. Wir haben sozusagen auch Dinge, nicht einfach nur Geldstrafe und Freiheitsstrafe, sondern wir haben von Verwarnung bis Ermahnung bis Freizeitarbeit und was auch immer. Wir haben eine breite Sanktionspalette und wir haben dann in der späteren Vollstreckung zum Beispiel von Freiheitsstrafen, Jugendstrafen im Knast andere Möglichkeiten, auch andere Angebote an die Jugendlichen, die eben nicht einfach nur auf ein quasi Absitzen der Strafe hinauslaufen. Deswegen ist das Jugendstrafrecht erstmal im Grunde genommen für Jugendliche eine interessante Sache im Vergleich zum Erwachsenenstrafrecht. Und jetzt kommen wir zu genau der Gruppe, für die das dann sehr relevant wird. Das sind die sogenannten Heranwachsenden im Alter zwischen dem vollendeten 18. und dem vollendeten 21. Lebensjahr. Für die ist die Frage immer ein Teil der Bestrafung, die entschieden werden muss, werden die nach Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Wer sein 21. Lebensjahr zum Tatzeitpunkt vollendet hat, der wird definitiv nach Erwachsenenstrafrecht ohne Diskussion bestraft. Das sieht das Gesetz so vor. Für die anderen, 18. bis 21. wird geprüft, ob Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht Anwendung findet. Jetzt kann man erstmal ganz allgemein statistisch argumentieren und sagen, 90% aller Fälle werden solche Heranwachsenden nach Jugendstrafrecht verurteilt. Das liegt einfach daran, dass entscheidend für die Frage, ob Jugendstrafrecht oder nicht, unter anderem ist, ob der Täter quasi die normale Reife hat oder reifeverzögert ist.
bei typischen, dann ist die nächste Frage, ist es eine typische Jugendtat, wenn es also in Gangs begangen wird, so typische Sachen wie Beförderungserschleichung, solche Geschichten, Ladendiebstahl, aber auch besonders schwere Delikte werden dann oft mit dieser Begründung als noch Jugendstrafrecht zu sühnen angesehen, gerade dadurch, dass die Täter solche Taten begehen, das auch für die verzögerte Reife spricht. Mit anderen Worten, werden die ganz normal entwickelt, dann würden die das nicht machen. Das ist eine relativ naheliegende Schlussfolgerung, die von den Gerichten so gezogen wird und warum wir dann also de facto letztlich 90% der Fälle so etwas haben. Wenn jetzt wir, wie im Fall Tutsche als Beispiel, den Täter sowieso schon im Bereich von 18 Jahre haben, da ist in der Praxis nahezu immer Jugendstrafrecht. Ja? Interessante Fälle sind die der Täter, die dann so 20 sind, ja, plus X, also 20 Richtung 21 schon, kurz vor dem 21. Oder die Täter, die von ihrer Persönlichkeit, weil sie Abitur haben, ganz normal gereift sind oder vielleicht schon seit 3 Jahren arbeiten, im Arbeitsleben stehen, da wird es dann vielleicht eher etwas heikel. Da sind dann diese 10% zu suchen, die dann nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden. Das ist soweit die Abgrenzung. Es wird für Täter, die in diesem Bereich liegen, immer darauf ankommen, dass man die Jugendstrafe bekommt, wenn man zum Beispiel Taten hat mit einer sehr hohen Einsatzstrafe. Klassischer Fall, Jugendliche begehen gemeinschaftlich eine Körperverletzung, verfolgen einen, der liegt am Boden und man tritt da noch ein bisschen drauf rum, dann hat man schnell eine gemeinschaftliche schwere Körperverletzung. Und solche Dinge mit hohen Einsatzstrafen, beziehungsweise in dem Fall gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung, ja, wenn die mit dem Fuß und Schuhen da auf den rumtreten, und dann sind das Einsatzstrafen von zum Beispiel 1 Jahr Mindestfreiheitsstrafe, wenn dann kein minderschwerer Fall in Betracht kommt, dann muss man überlegen, wie man den noch verurteilt. Und wenn man dann Jugendstrafrecht anwenden kann, dann hat man wieder diese breite Strafpalette von 1/2 Jahr bis 10 Jahren. Da findet man dann leichter eine gerechtere Bestrafung, auch als Anwalt für seinen Mandanten. Sodass dieser Frage, nach welchem Recht zu verurteilen ist, immer eine ganz erhebliche Bedeutung zukommt. Soweit. Danke für die Aufmerksamkeit.